So, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Erste Videovorstellung von der neuen Barbaration habt ihr vielleicht schon angesehen. Wenn nicht, könnt ihr es auch noch anschauen. Und wir haben jetzt so ein paar Kisten geholt, weil die überraschenderweise extrem günstig waren. Die waren jetzt schon unter 90 Cent und das am gleichen Tag. Jetzt müssen normal werden die jetzt so zwischen 9 und 13 € pro Kiste noch. Aber ja, die Skins sind ganz cool. Wir hoffen, wir lacken jetzt hier oben in den Bereich mal rein. Ansonsten feiern wir jetzt auch die Skins nicht so extrem. Das widerspiegelt wahrscheinlich auch der Kistenpreis. Aber nichtsdestotrotz, wir werden auch noch ein anderes Video machen, wo wir die Havoc Collection, glaube ich, ein paar Kisten hebeln. Schaut euch das natürlich auch gerne an. Gebt natürlich gerne einen Daumen hoch und wünscht uns Glück in den Kommentaren. Und dann sagen wir, fangen wir direkt an und hoffen mal, dass wir richtig reinlacken. Persönlich hätte ich gerne ein Knife gehabt in der Kiste, weil ich feiere halt Handschuhe, fühle ich halt überhaupt nicht. Die würde ich so nehmen und direkt verkaufen. Aber ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Aber ich hätte halt gern Knife. Ich will einfach Knife. Wie sieht es mit dir aus? Keine Ahnung, Handschuhe machen mich jetzt auch gar nicht an. Oder halt jetzt mal richtig geschmeidiges Dutch-Rack-Item. Nicht diese blaue Scheiße, was wir die ganze Zeit ziehen werden wahrscheinlich. Zumindest schaut aber das ein oder andere Lied dann immer vorbei. Ja, ich sag immer, wenn es so teasert, wenn es so vorbeifliegt, dann kommt auch bald was. Also ich rede es mir zumindest ein, aber kommt tut es natürlich Ja, nie. gut, das war jetzt schon. Oh Mann. Könnt ihr mal auch in die Kommentare schreiben, ob ihr schon was gelackt habt oder ob ihr gar sagt, okay, nee, ich hebel gar nicht, ich gucke mir das auch bei anderen an, ich gebe dafür kein Geld aus. Ja, eigentlich ist es auch dumm. Ja, muss halt jeder für sich selbst. Oh, ich habe richtig abgeschrammt. Sieht doch irgendwie eklig aus. Sieht aus wie so der Freddy Nightmare. Wie heißt der? Aus der Freddy Krueger. Freddy Den Krueger. so Haupt. Das finde ich irgendwie eklig. Oh Gott. Ich habe doch vorhin schon gedacht, dass irgendwas erinnert mich das. Oh, komm! Dann kriegst du die schöne blaue Also, die M249. sieht so richtig hässlich aus. Ja, generell die Skins sind schwierig in der Kiste. Da bin ich nachher auf jeden Fall mehr gespannt auf die, glaube ich, Harbor Collection. Ist wohl die Orb. Oh, danke! Freddy Ja. Nightmare? Ne, Freddy Krueger Ja, aber incoming. in abgeranzt auf jeden Fall. Ja, die mit blauen Skins brauchen wir gar nicht schauen. Die sind alle wieder Müll einfach. Alter. Ja. Alter, will ich mich voll komplett verarschen! Was ist los? Ich will halt die ganze Zeit diese Scheiße ziehen und dann nur diese pinke. Ah, den Star Trek ist die, glaube ich, da bin ich mal gespannt. Die pinken sind, glaube ich, schon noch einiges wert. Vor allem den Star Trek auch. Für dann sind die nächsten 200 Sterne. Ja. Alter! Ist die, oder Ja, was? aber. Alter, du hast dreimal hintereinander gezogen, oder was? Ja. Ja, von sechs Kisten wahrscheinlich viermal oder so. Oh Gott. So Bin was auch. Ich bin auch der Meinung und ich bin mir ziemlich sicher, dass in den letzten Monaten irgendwann haben die Drop-Chancen nochmal verringert. Weil das, was ich so in letzter Zeit, gut, ich habe schon immer mal ein bisschen reingelackt, aber so was das Knife belangt, Karl, ich weiß nicht, wann ich das letzte Knife gezogen habe. Vor allem in Relation, was man an Kohle Ja, reingeht. klar. Blau, blau, blau. Das ist so abgrundfesslich. Ja, aber es ist immer so. Und dann ziehst du dir auch die ganze Zeit. Das ist so schlimm. Und dann hat die ersten Skills ja noch immer bei 3 Cent sind. Ja. Abwechslung. Ja, aber nicht schöner. Top Skin. Ja, ich bin nachher schon ehrlich mehr gespannt auf die Hover Collection mit der Orb Fade. Oh, holy shit. Dann meinetwegen ziehe ich hier nur blaue Scheiße, wenn ich die nachher einmal ziehe. Dann ist mir alles egal. Vor allem, man hat ja 18 Lila und ein blaues dazwischen und du hast das blaue Ja. gezogen. Wo waren deine Lila denn? Ja, aber. Das ist so ein scheiß T-Rex, wenn du den wenigstens gescheit sehen würdest. Seinen kleinen Arm hat er, die Mac-10s oder was? Ist schon witzig, aber ist einfach schlecht umgesetzt, das Skin, finde ich. Aber warum Schokorausch? Weil sie braun ist, keine Ahnung. Ich verstehe, die deutsche Übersetzung ist eh, keine Ahnung. Google-Übersetzer halt. Danke für nichts. Wir haben nur blau gezogen bisher. Nur blaue Scheiße. Und wahrscheinlich geht es so weiter. Aber wie gesagt, wenn wir nachher in der Havoc
Collection richtig reinlacken, ist mir scheißegal. Aber wahrscheinlich werden wir dann auch nicht reinlacken. Wow! Schön! Wobei die ganz cool aussehen eigentlich für Berettas. Selber auch wieder spiele ich nie im Leben. Spiele ich die. Höchstens mal zum Spaß kurz. Ja, aber. Also was ist das Spielen Musch? Was ist Spielen Musch? Droppt dir eine Berettas oder was? Ja. Stat Track, yay. Also wir haben 35 Kisten. Und wahrscheinlich 34 blaue und einen Purple, das was wir gerade gezogen haben. Sieht eigentlich auch ganz cool aus. Zustand 0. Okay. Ich muss mich aber so interessieren, wie die auf den Namen gekommen sind. Ja. Ja, manchmal haben die auch, glaube ich, echt einen Sinn, die Namen, aber. Ja, aber man muss schon wissen, was dahinter steht. Ah, die rote, Mann. Die sollen es nicht so teasen. Und dann will ich geben. Und wer wäre nicht mal die scheiß Purple? Scheiß Orb. So, bisher sah es ja nicht so spannend aus. Dann gucken wir mal. Oftmals ist es aber auch die letzte Kiste, die einen den Arsch rettet, aber. Ja, da geht sie zweimal vorbei. Das ist irgendwie so das Shotgun. Wenn die blau wäre, würde sie die ganze Zeit ziehen. Die sieht richtig so aus. Okay. Wenn der Freddy Krueger wenigstens ein Factory New wäre oder so, dann würde es ja noch gar nicht mal so scheiße aussehen. Ja, ich biete das an, ich könnte nicht spielen, weil ich den ganze Zeit an den denken muss. Das ist die ganze Zeit so ein schleimiges Gefühl in der Hand. Nee, fühle ich nicht. Ich fühle jetzt ein. Weiß nicht, so Star Trek, rot oder so. Rotes Star Trek-Item fühle ich. Oder die Handschuhe, die ich dann auch instant verkaufen würde. Wahrscheinlich würde ich die Handschuhe. Wie heißen die? Das abgeranschte Knife Art. Ja, ihr wisst alle, was ich meine. Das abgeranschte Messer. Und das wäre dann, die würde ich die Handschuhe bekommen. So ein paar Lappen, die um die Hände gewickelt sind oder so. Die dann auch wieder nichts wert werden. Ja, weißt du auch nicht, ist es schon so weit gedroppt ist. Naja, es ist halt auch. Erstens ziehst du nur die Scheiße. Gut ist halt, wenn du jetzt noch was Rotes ziehst am Anfang, ist das meistens auch schon noch extrem viel wert, aber. Du ziehst einfach nicht. Und deswegen ist es auch so viel wert. Ja, die hast du gar nicht. Also, das ist nur Müll. Wir haben, glaube ich, ein Purple, gell? Ich hab's noch gecallt, ich hab's verschrien. Ja, aber also, da hast du gefühlt noch nie so viel Lila gesehen. Nicht Lila, rosa. Okay, die sieht ganz cool aus, muss ich sagen. Ja, so auf alt gemacht hat. Ja, so mit den Einritzungen. Ja, was ich schon das ein oder andere gesehen hätte. Den ein oder anderen Fight. Ja, ist cool. Könnte ich sogar spielen, wenn ich sie spielen würde, aber brauch so ewig zum Nachladen. Seitdem habe ich die nicht mehr gespielt. Früher habe ich die oft gespielt, aber. Naja. Joa! Die sieht auch ganz cool aus, muss ich sagen. Die sah auf dem Bild nicht so cool aus. Sogar Star Trek. Aha. Ach, cool, ah, die ist cool, oder? Guck mal, was sie wert ist. Also ja, die fühle ich. Die hat so wie so, wie so, so Metall-Effekt. Ja, ja. Die ist, ja, okay. Was war so Zustand? Ich weiß gar nicht. Das sah auch vom Zustand, glaube ich, gut aus, oder? Ja, aber ist auch nichts wert. 6,80 Euro. Kampfspuren ist die. Okay, dafür sieht sie mega nice aus noch. Hm. Ah, die spiele ich sogar. Die sieht cool aus. 6,80 lohnt sich ja nicht mal in den Markt zu stellen. Ich meine, ist natürlich für ein Purple schon viel wert noch, aber na, eigentlich nicht. Um die Zeit jetzt schon, aber schon so viele anders wieder. Würde mich dann interessieren, wie die zwischen Battles Guard und Factory New aussieht, weil die sah jetzt schon echt gut aus in Battles Guard. Können wir jetzt bitte noch irgendwas Richtiges reinlacken? Die sah eigentlich schon tadellos aus. Ja, aber das ist schon. Die ist, glaube ich, wenn du die in Factory New hast, leuchtet die noch mehr, glänzt die noch mehr. Das ist da der Unterschied. Alter. Allein, weil ich die jetzt schon so oft ziehe, nervt die mich noch viel mehr. Dann würde ich die nie spielen. Die ist immer anders. Nee, doch, Schokorausch, die ist anders. Ja, die ist anders.
Da hast du wahrscheinlich mega teures Pattern, wenn du den T-Rex ganz siehst mit den MGs. Weil der ist jetzt gar nicht mehr hier. Ja, aber die sieht cooler aus wie die vorhin. Ja, weil du hast halt alles so ein bisschen angeteasert. Das ist trotzdem noch kackbraun, aber... Ja, aber das, wenn sich so ein Skin immer verändert, ist schon cool. Das mache ich auch gleich wieder was für die Sammler. Weil dann gibt es ein Special Pattern. Ja, bei der gibt es bestimmt auch ein Special Pattern. Das, ja. Okay, 2 Keys noch. Das wird wieder eine traurige Geschichte, sag ich mal. Call ich mal so in den Weg. Ja. Krass. Fühle ich. Nicht. Aber alle mal einmal den Daumen drücken. Ja, okay. Stat-Track? Nein. Doch, Stat-Track! Okay. Aber er hat schon was, die Farben, aber ist nichts, was ich spielen würde. Ja, verkaufen das Ding. Der Hobel, was? Rettet er uns jetzt den Arsch? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Vielleicht ein bisschen. Ein paar. 64,11 €. Okay. Ja, okay. Der schmeckt noch. Der war gar nicht so schlecht. Der hat uns jetzt noch den Arsch gerettet. So, gebt auf jeden Fall gerne Daumen hoch. Lasst einen Kommentar da, was ihr gezogen habt oder ob ihr eben nichts zieht und was ihr von der Kiste haltet. Und schaut natürlich gerne die anderen Videos an, vor allem wenn wir jetzt noch die Operation Havoc. Warte, wir gucken mal ganz kurz rein. Wo war die? Operation Shop. Die hier. Ne, ich sag ganz als falsche. Control. Genau, die hier öffnen wir noch. Wir wollen die Op Fade haben. Oder die hier oder eine von den blauen. Schaut da auf jeden Fall gerne vorbei. Und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.